Wir shoppen im Netz. Wir überweisen Geld, mailen und gucken Serien. Alles digital. Sogar beim Autofahren. Die Digitalisierung ist überall und macht das Leben so viel angenehmer. Doch das alles braucht große Mengen Energie und Ressourcen und schadet dadurch dem Klima. Der digitale CO2-Fußabdruck pro Kopf und Jahr in Deutschland 739 Kilogramm. Etwa so viel wie eine Flugreise von Frankfurt nach Lissabon und zurück. Die Digitalisierung ist also alles andere als nachhaltig. Oder? Steckt in digitalen Technologien nicht auch nachhaltiges Potenzial? Wie können sie uns helfen, Umwelt und Klima zu schützen? Das erforschen Tilman Santarius und Friederike Rode am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Wir treffen sie im Deutschen Technikmuseum in Berlin. Die Ausstellung Das Netz beschäftigt sich mit der Vernetzung der Welt. Früher analog, heute digital. Also vereinfacht gesagt durch Signale aus Einsen und Nullen. So richtig Fahrt aufgenommen hat die Digitalisierung mit dem Internet. Digitalisierung verursacht heute schon 2 bis 4% der weltweiten CO2-Emissionen und ungefähr 10% des globalen Stromverbrauchs. Wäre das Internet ein Land, hat meine Forschungsgruppe mal errechnet, dann käme es auf Platz 3 beim weltweiten Stromverbrauch nach China und den USA. Denn das Netz ist mehr als eine Wolke aus Einsen und Nullen. Im Endeffekt stecken natürlich hinter all diesen digitalen Anwendungen, hinter Datenströmen auch ganz konkrete materielle Infrastrukturen, nämlich Rechenzentren, Kabel und natürlich vor allem die Geräte. Und die werden immer mehr. Beispiel Smartphone. Fast jeder hat inzwischen eins. Gut alle 3 Jahre im Schnitt kaufen wir ein neues. Und wir schaffen noch viel mehr Geräte an, die unser Leben intelligenter oder smarter gestalten sollen. Zum Beispiel für das sogenannte Smart Home. Wie klimafreundlich ist denn so ein vernetztes Zuhause? Die größten Potenziale vom vernetzten Zuhause liegen sicherlich in der Einsparung von Heizenergie. Durch eine smarte Heizungssteuerung kann durchaus Heizenergie eingespart werden. Etwa wenn die Steuerung in nicht genutzten Räumen die Temperatur automatisch drosselt oder die Heizung mit dem Fenster gekoppelt ist. Trotzdem schneidet das Smart Home insgesamt energetisch bisher noch nicht so gut ab. Ein Problem sind vor allem die vielen zusätzlichen Geräte, die angeschafft werden, die eben gar nicht darauf abzielen, Energie einzusparen. Also beispielsweise eine Überwachungskamera oder eben ein vernetzter Fernseher oder ein smarter Lautsprecher und so weiter. Dann ist eben am Ende die Bilanz nicht mehr positiv. Die Überausstattung mit digitalen Geräten ist ein Problem. Vor allen Dingen deswegen, weil der ökologische Fußabdruck bei der Herstellung der Hardware viel größer ist als in der Nutzungsphase. Da hilft ein bewussterer Konsum. Weniger Geräte kaufen und sie länger nutzen. Auf sogenanntes Ökodesign achten. Das tun bisher aber nur wenige. Ganz wichtig, um die Geräte nachhaltiger zu machen, ist die Verlängerung der Lebensdauer. Dafür müssen die Geräte robuster gebaut werden. Sie müssen vor allen Dingen modular und reparierfähig sein. Und die Firmen müssen auch langfristig nicht nur Software-Updates, sondern auch Reparaturteile parat halten. Initiativen fordern ein gesetzlich verankertes Recht auf Reparatur. Die Bundesregierung und die EU arbeiten daran. Bei aller Kritik, es gibt auch Anwendungen, die uns helfen, nachhaltiger zu leben. Zum Beispiel ist eine Mobilitäts-App eine gute Idee, um klimafreundlich von A nach B zu kommen. Ebenfalls nachhaltig, statt neue Geräte zu shoppen, übers Netz Dinge tauschen oder gebraucht kaufen. Problematisch dagegen, stundenlang Videos streamen. In Deutschland schauen wir 462 Stunden Videostreams pro Kopf und Jahr, Tendenz steigend. Das Streaming von Videos macht bereits heute etwa 60 bis 70% des globalen Datenvolumens aus. Immerhin, etwas nachhaltiger wird es, wenn wir die Auflösung herunterdrehen, vor allem auf kleinen Displays. Denn je weniger Pixel,
desto weniger Datenaufkommen und Stromverbrauch auch hier in den Rechenzentren, den Maschinenräumen der Digitalisierung. Der Energieverbrauch für die Cloud, also die Rechenzentren, die Netzinfrastrukturen, das alles ist in einem rasanten Anstieg begriffen. Nehmen wir das Beispiel der Region Frankfurt. Dort ist nicht mehr der internationale Großflughafen der größte Energieverbraucher, sondern die Datenzentren. Die sind laut Schätzungen für rund 20% des gesamten Stromverbrauchs der Stadt verantwortlich. Zum einen müssen Rechenzentren dringend klimaneutral werden. Das bedeutet, Strom aus erneuerbaren Energien beziehen und nicht kompensieren durch Ablasshandel. Zum anderen braucht es Standards, dass die Abwärme aus den Rechenzentren mehr genutzt wird. Denn Server können sich stark aufheizen. Beim Kühlen entsteht sogenannte Abwärme. Und die könnte man nutzen. Laut Verband der Internetwirtschaft würde die Abwärme aller Rechenzentren in Frankfurt genügen, um bis 2030 die ganze Stadt zu heizen. Theoretisch. In der Praxis wird das Potenzial bisher kaum genutzt, auch weil dafür meist die Infrastruktur fehlt. Doch es gibt Pilotprojekte. Eines der größten Rechenzentren Frankfurts soll künftig mit seiner Abwärme dazu beitragen, ein benachbartes Neubauquartier zu beheizen. Zu mindestens 60%. Die Digitalisierung zum Heizen nutzen, das wäre doch tatsächlich smart. Apropos, etliche Städte weltweit wollen zur Smart City werden. Mit digitalen Innovationen sollen etwa Energieversorgung, Verkehr oder Verwaltung effizienter werden und die Städte insgesamt lebenswerter. Doch das bedeutet nicht automatisch auch klimafreundlich. Es geht darum, Prozesse zu optimieren, das Verkehrssystem beispielsweise zu optimieren oder das Abfallsystem mit Sensorik auszustatten, damit beispielsweise Mülltonnen nur dann geleert werden, wenn sie wirklich voll sind. Klingt gut, so könnten Fahrten eingespart werden. Doch Sensoren in Mülltonnen hätten natürlich auch einen Umweltfußabdruck. Eine Studie zeigt am Beispiel Kopenhagen, der Nutzen der meisten untersuchten Smart-City-Lösungen ist verschwindend gering. Eine Technologie allerdings ist demnach eindeutig ökologisch sinnvoll. Und die Technologie, wo sich herausgestellt hat, dass es signifikante, positive ökologische Effekte gibt über den Lebenszyklus, ist eben das Smart Grid. Smart Grid, das heißt intelligentes Stromnetz. Klimafreundliche Netze werden in Zukunft viele Herausforderungen bewältigen müssen. Eine der größten, Sonnen- und Windenergie unterliegen natürlichen Schwankungen. Wir müssen diese Energien managen können. Wir müssen also gucken, dass wir diese Energien, die wir zu unterschiedlichen Zeiten bereitstellen, dann auch nutzen, wenn sie da sind und dass wir dafür unseren Verbrauch reduzieren, wenn diese Energie nicht verfügbar ist. Hier soll die Digitalisierung ihre Stärken voll ausspielen. Wie genau? Das wird im sogenannten Smart Grid Lab Hessen in Rödermark erforscht. Professor Ingo Jeromin leitet das Projekt. Wir werden im Energienetz der Zukunft ganz viele neue Komponenten mit in das Netz bekommen. Wir bekommen die Elektromobilität mit rein, wir bekommen die Wärmepumpen mit rein. Wir werden also große neue Verbraucher in das Netz integrieren. Auch solche Batteriespeicher werden immer wichtiger, um Energie rund um die Uhr verfügbar zu machen. Und die Stromerzeugung ändert sich. Jeder kann einspeisen. So ein dezentrales System braucht eine intelligente Steuerung, vor allem wenn es eng wird im Netz. Das Problem ist jetzt, wenn wir solche Tage haben wie im Moment, im Winter ist es bitterkalt, dass die Wärmepumpen bei allen Häusern laufen werden. Wenn dann gleichzeitig noch die Elektroautos kommen und die ganze Straße ihre Elektroautos gleichzeitig laden möchten, dann werde ich Probleme in einem Netz bekommen, weil dann der Strom, der zur Verfügung gestellt werden muss, so groß ist, dass die Netze das in der Zukunft dann nicht mehr bewerkstelligen können. Das intelligente Netz könnte also in Zukunft dafür sorgen, dass Ihr Auto dann irgendwann in der Nacht geladen wird, wenn Sie nicht darüber nachdenken und wenn der Strom zur Verfügung steht, um das Auto zu laden. Dafür müssen nicht zuletzt die sogenannten Ortsnetzstationen oder Trafohäuschen smarter werden, indem sie etwa Spannungsdaten messen und auswerten mit digitaler Technik. Das ist also jetzt die moderne Art der Ortsnetzstation, so wie wir sie brauchen, wenn wir Energiewende umsetzen wollen, wenn wir eine nachhaltige Energieversorgung der Zukunft realisieren möchten. Die Digitalisierung. Sie sorgt für große Herausforderungen auf dem Weg in eine nachhaltige Gesellschaft.
und sie kann uns gleichzeitig dabei helfen, wenn wir sie gezielt einsetzen und es nicht übertreiben.